Ja, grüßt euch, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Bau den Ford, deinen Ford Mustang der 83. So, und wie immer zeige ich euch erst das Heft, dann die Bauteile. Und dann schauen wir, was wir bauen können. Das wird natürlich gebaut. Ja, wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und ich würde sagen, los geht's. So, die 83. Schauen wir rein. Auf der linken Seite ist natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite geht es um die Shelby-Story. Und zwar die einmaligen EAA Mustangs. Mustangs, ja. Okay. Dann haben wir wieder Muscle Cars auf der rechten Seite. Baker, the Golden Hawk. So, da gar nichts. Natürlich wird auch wieder der Motor gezeigt und natürlich ja, die technischen Daten in tabellarischer Form. So, der amerikanische Traum ist als nächstes dran, und zwar US-Auto-Klassiker in Havanna. Ne? Ja, und da gibt es auch ein paar edle Modelle zu bestaunen. Ne? Hier zum Beispiel. Ne? Und wenn man umblättert, geht es weiter mit der Beileitung, und zwar der Kotflügel vorne rechts. Und ihr seht, wir können ein bisschen was machen, aber allzu viel auch nicht. Und ja, ne? Gibt es noch ein bisschen ja, ein größeres Modell, also zumindest größere, wie weit das die Kotflügel deines Mustangs, ja, okay. Gut. Und als nächstes, liebe Leute. Absolute Premiere. Hier seht ihr noch, was in dieser Ausgabe mit dabei ist. Und hier seht ihr, was in der nächsten Ausgabe erscheint. Und das, liebe Leute, wird bestimmt geil. So, aber wir gucken uns erstmal das Teil an, was in dieser Ausgabe drin ist. Und ja, schauen wir mal, was wir machen können. So, ich habe natürlich hier schon mein weißes Deckchen vorbereitet. So. Tun wir es mal hier drauf. Ja, das ist es. Der nächste Kotflügel, liebe Leute. Schnapp das mal auf. Aufreißen, ganz Mist. So. Schön. Ja. Ja, auf jeden Fall schon mal sauber verarbeitet. Ne, soweit ich das jetzt sehen kann. Gut, warte mal, das macht das her. So. Hier könnt ihr es nochmal selber anschauen. Auch hier unten hier dieses bedruckte, nicht schlecht, das Zeichen. Ne, absolut genial. Hier oben haben wir auch noch für die Antenne eine Aussparung. Ne. Und ja, schauen wir mal, was wir jetzt bauen können. Aber wie gesagt, das Bandland muss die zwei Schrauben. Genau. Auf jeden Fall hole ich mal das andere Teil her. Das haben wir ja hier. Das letzte Mal. Und zwar brauchen wir da die zwei MD06 Schrauben. Die haben wir ja auch noch mit dazu geliefert bekommen. So rum. Habe ich gar nicht erwähnt. Ich mache mal ein bisschen Licht, weil heute ist es irgendwie grau draußen. Ich weiß nicht. So, vielleicht seht ihr da ein bisschen mehr. Genau, und da wird das nämlich wieder hier vorne ran gebastelt, sozusagen. So, müsst ihr aber erstmal gucken. So, genau. So, und da kommen dann halt die zwei MD06 Schrauben rein. Ja, ich muss gleich mal vorbereiten. Also ich muss mal wirklich sagen, hier, wenn der, also hier das Licht drauf schimmert, das sieht absolut schön aus. Also Licht gibt gar nichts, Sieht cool aus. Und ich hoffe, dass der Rest von dem Chassis auch so geil aussieht. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht rausgeholt. Ich habe da noch ein bisschen Respekt davor. So. Eine sitzt und die untere auch festdrehen. Ja. Ach,
noch nicht ganz fest hier. Es ist noch nicht ganz fest. Auch nicht. So, und wie gesagt, das war's dann schon. Ne? Mehr ist es nicht. Ich kann es ja oben drunter nehmen. Ich zeige, wie ich will, aber es ist nicht mehr. Ne? Ich zeige es nochmal von der anderen Seite. So, also nochmal schön hier. So sieht die Front aus. Ne? Also wirklich, wirklich hübsch. So. Okay. Ja, liebe Leute, zwei Schrauben. Keine Meinung. Die 83, liebe Leute, das war die 83. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt trotzdem einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Nächste Ausgabe nicht verpassen, da kommt der Rest vom Chassis. Und ja, mal gucken, was man da bauen kann, ob wir überhaupt was bauen können. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Euer Daumen und tschüss.